Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder hier bei mir zu Hause beim Homestreaming. Heute mache ich was, das wollte ich eigentlich schon heute Nachmittag machen oder eher heute Mittag. Wir haben nämlich eigentlich immer noch, rein technisch, haben wir immer noch Simon-Tag. Und ich wollte Streets of Rage 4 mit euch spielen. Und ich habe euch eine Geschichte erzählt, die wurde dann nie als VOD veröffentlicht, weil das Video und weil das Spiel nicht ging. Und zwar habe ich damals als Jugendlicher, als Heranwachsender, da war ich noch sehr jung, vielleicht 14 oder so, oder sogar noch jünger, kam Streets of Rage 1 auf den Markt. Und das war damals der mega geile Shit. Fürs Mega Drive, unglaublich geile Optik. Ich habe diese Prügelspiele sowas von geliebt. Dann geile Musik von Yuzo Koshiro. Ich weiß noch, das ist einer der wenigen japanischen Entwicklernamen, in dem Fall Musikernamen, die ich mir merken konnte, weil es einfach, der hatte so geile Mucke. Schon der erste Teil, pam, 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 das Intro. Unfassbar toll, wirklich. Und es ist so lange her. Und es ist so unglaublich gut gealtert, meiner Ansicht nach. Und es ist immer noch ein Klassiker, zusammen mit Final Fight, mit Golden Axe, mit den ganzen Titeln. Ein Klassiker des Beat'em-up-Genres sozusagen. Und jetzt, man kann es kaum glauben, sehr, sehr viele Jahre später, ich bin mittlerweile magische 29, ist endlich Streets of Rage 4 da. Nur der vierte Teil, muss man dazu sagen. Und ich habe mega Bock. Und es ging nicht heute. Ich habe es heute Mittag, wollte ich spielen, dann ging es nicht. Irgendein manuelles Problem. Man muss einen manuellen Spielstand-Ordner erstellen oder was an seinem Windows-Security-Einstellungen ändern. Das hat tatsächlich nach ein bisschen Hackmack dann auch funktioniert. Und das Spiel ist jetzt um 11 Uhr abends endlich zum Laufen gegangen. Deswegen gucken wir uns jetzt das Intro an, denn das ist ziemlich cool. Und dann spielen wir mal eine Runde. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Ich nehme an, eine Stunde muss reichen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich habe es nämlich vor, mit Gregor oder mit Zia für Speedrun-Dale im Koop irgendwann mal zu üben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ja, Mann. Hauen. Axel Stone. Er hat den Bart, dem die Frauen vertrauen. Blaze Fielding. Bei ihr Blaze der Blazer. Außerdem wird viel über die Helde, über die Gegner drüber gesprungen, vor Feuer gestanden, eine Schlange in der Hand gehalten und E-Gitarren-Solos. Ganz wichtig. Und natürlich, das ist mein Lieblingsmove, die Faust am Asphalt anzünden. Wie geil ist es denn bitte, Leute? Also wirklich. So. Oh, das muss ich erstmal verkraften. Und ab geht die wilde 80er, 90er Tour. Natürlich spiele ich auf normal. Axel hat aber schon ein bisschen zugenommen, ne? Schon ein bisschen mehr Axel Stein. Als, wobei der Axel Rose ist ja auch, alle Axel werden mit dem Alter offensichtlich dick. Auch Axel Rose, aber die Dreadlocks fehlen, ne? Blaze kann ich nicht machen, da werde ich auf Twitch gesperrt. Cherry hat eine Gitarre, die ist im falschen Spiel. Floyd hat mechanische Riesenhauarme. Den nehme ich. Ich werde das sicherlich auch irgendwann nochmal spielen mit einem Kollegen. Wie gesagt, entweder Gregor oder Sia oder Nils oder Eddie oder Budi oder einer der vielen anderen lieben Menschen. Seit dem Niedergang von Mr. X und seinem Syndikat sind 10 Jahre vergangen. Seitdem herrscht Friede in der Stadt. Bis jetzt. Ein neues Imperium des Verbrechens ist entstanden, das alles Gute in der Stadt unterwandert und zerstört. Gerüchten zufolge wird es von Mr. X eigenen Kindern angeführt. Den Y-Zwillingen. Die ehemaligen Detektive. Axel Stone und Blaze Fielding. Na, 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 na. Und ein Lehrling des genialen Dr. Zahn. Y-Syndikat. Streets of Rage. Das ist ein Schrott. Seine Söhne heißen, die Söhne von Mr. X heißen Y. Das muss man sich mal auf dem Alphabet zergehen lassen. Straßen, da bin ich groß geworden. Ist das Frankfurt? Ich erkenne es direkt wieder. Ja, das ist ganz klar. Bam. Die sehen eigentlich aus wie Axel, nur halt mit anderen Farben. Und die tragen die Schuhe genauso wie Budi. Die haben sogar dieselben Schuhe. Tja, das passiert, wenn man sich die Schuhe nicht bindet. Komm her. Bam, 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 bam. Das ist jetzt zu einfach. 22 Treffer. Genial. Da soll noch mal einer sagen, ich kann kein Mathe. Genial, meine Freunde. Nein! Scheiße. Okay, wir merken gleich, die Musik ist hier nicht mehr von Yuzo Koshiro. Das ist ein bisschen eine andere Mucke. Das ist eher so Eurotrance. Und natürlich sind diese
Na, kann ich das nicht nehmen? Diese liebevoll gezeichneten Charaktere. Natürlich ist das irgendwie geil. Es sieht toll aus, die Animationen sind geil. Es ist endlich im HD angekommen. Aber, und das finde ich durchaus bemerkenswert, man hat doch mehr Identifikation. Wenn alles ein bisschen pixeliger und alles ein bisschen simpler ist, dann füllt das Gehirn die Lücken. Ähnlich so wie bei ihm mit dem Messer. Man füllt das Gehirn die Lücken und man sieht so ein bisschen das, was man eh darin sehen will. Aber hier ist, wie gesagt, ich finde die Grafik toll. Also mir gefällt das Art-Design. Ich mag auch die Outlines, die schwarzen um die Figuren rum. Ist ein bisschen klarer. Gibt dem Ganzen aber natürlich auch so einen akzentuierten Comic-Look. Ah, geil. Ja, da kann man sehr viel richtig und falsch machen bei dem Look. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, das erinnert ihn an so diese typischen hochgestochenen High-Res Java-Webseiten-Spiele. Die kennt ihr sicher auch. Aber dafür ist es hier dann doch ein bisschen, glaube ich, zu groß, um sich damit vergleichen zu lassen. Aber warten wir mal ab. Warum tragt ihr die Hosen so? Und warum siehst du genauso aus? Ihr habt sogar dieselbe Goldkette. Das kannst du doch keinem erzählen. Die ist sicher nicht echt. Bam, bam, ich hau dich, passend zum Beat. Scratch, 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 scratch. Okay, ich muss weniger Quatsch machen und vielleicht ein bisschen besser. Alter, ist das dein Sprungkick? Das ist dein Sprungkick? Du kommst ja gerade mal so hoch wie ich beim Kacken. Unfassbar. Shit. Ja, der hat natürlich halt auch die Rohrpost hier entdeckt. Das ist ja klar, dass er mir damit was schicken kann. Jetzt hab ich sie. Bam, nimm das, Tonne. Ich hasse Holz. Nee. Der da wartet nur drauf. Die sind alle so gut aussehend. Die könnten alle Model sein. Warum? Das ist, weil sie ihr großen Vorbild folgen. Etienne Gardet, Unterwäschemodel, Gangster. Die wollen alle sein wie er, aber sie können es nicht. Sie verstehen nicht, dass ihnen einfach etwas dazu fehlt. Ein toller Freund namens Simon Kretschmer. Der einen mitnimmt auf seine große Reise. So, jetzt. Ich kotze fett ab, Alter. Du bist doch gerade mal halb so groß. Das war jetzt meine Combo. Ich sehe gerade, ich habe hier noch ein bisschen mehr als das. Oh. That's what I'm talking about. Das ist genau der Shit, den ich haben will, ey. Oh Mann, ein riesiger Truthahn. Wenn der mir aber nicht die ganze Energie wiedergibt, da warte ich lieber noch ein bisschen. Bam! Nee. Komm. Sprung, Kick! Das ist doch bestimmt ein Freund von mir gewesen, oder? Das ist doch kein typischer Unfall hier gewesen. Ansonsten sollte da mal jemand vielleicht erste Hilfe leisten. Ich meine, da ist noch einer drin, Leute. Ja, geil, das freut die Vollkasko. So, jetzt ist keiner mehr drin. Wo ist mein Mann? Wir haben ihn nicht mehr gefunden, doch hier ist ein kleiner Metallkubus. Er könnte irgendwo hier drin sein. Oh, die Mucke hier gefällt mir schon besser. Die hat so was Stampfendes. Die passt zu meinem Charakter. Messer kommt. Stich in dich. Stich. Apfel. Oh, ein Rohrpost-Ninja, okay. Der wird direkt mal um die Ecke geworfen. Damn. Du kriegst was mit dem Heizungsrohr. Oh, stell dich mal davor. Kriegst das mit dem Heizungsrohr. Ich muss sagen, ich fände es geiler, wenn es ein Prügelspiel mal gäbe, wo die ganze Zeit gesungen wird, was man tut. Aber halt cool, nicht so wie bei mir, sondern richtig stylo. Richtig gut.
Ey, die Mucke ist toll. Also ich habe das nach dem furchtbaren ersten Track gar nicht mehr erwartet. Weil Streets of Rage steht schon so ein kleines bisschen auch für geile Mucke. Kobo. Alter, Kobo-Mann, ein Kampf mit mir, er flackerte wie Strobo. Er sagte, kennst du Lobo? Alter, jetzt, der will kämpfen und hat die, ich glaub's kaum, die Hände in den Taschen. Wie arrogant kann man sein? Vielleicht wollen die verhandeln. Es ist geil. Ich liebe dieses Spiel. Ganz im Ernst. Es ist richtig gut geworden. Es hat irgendwie genau die richtige Wuchtigkeit. Die Gegner sind irgendwie so richtig so eine Mischung aus peinlich und irgendwie auch wieder cool. Ich meine, wie peinlich sieht er hier eigentlich aus? Aber irgendwie ist es halt auch cool, weil er steht dazu, ne? Er lässt sich von euch nicht unterkriegen. Er lässt sich von euch nicht vorleben, wie er zu leben hat. Er zieht kein Oberteil an. Dann kriegt er halt keinen Service in irgendwelchen Fastfood-Restaurants. He doesn't care. Er findet ja hier auch ständig Schnitzel und andere Leckereien in den Mülleimern der Stadt. Oh, das ist eine interessante Geschichte. Das ist ein bisschen wie eine Hommage an Final Fight, wo man ja auch in einer U-Bahn kämpft. Allerdings sieht man hier nichts davon. Okay, sie hat eine Elektroschlange. Na gut. Danger Noodle, komm her. Man schlägt keine Frauen, aber ich versuche ja auch die Schlange zu treffen. Da. Grabschi. Und dann Elektrizität. Und dann hauen. Mehr hauen. Genug. Der Apfel ist mir. Bam. Hau. Oh, es ist so geil. Scheiße. Das war klar. Diese Diva, ey. So, den hier nehme ich. Oh, jetzt kommt hier auch noch Big Beat-artige Mucke. Also, das ist ja richtig überraschend, Alter. Nein! Ich hab doch noch rechtzeitig gemacht, dachte ich. So, dich würde ich... Ah, er hat das Messer. Ich wollte ihn eigentlich auf die Kollegen werfen. Oh, okay. Und jetzt näher ran. Ich kann nicht rennen. Ich habe die ganze Zeit schon versucht, ob ich wie in anderen Spielen durch zweimal antippen sowas wie rennen kann. Das wäre ein geiler Angriff für ihn. Aber nein, geht nicht. Shit. Na komm, ich habe ganz sicher ein Continue, oder? Nochmal, Charakter ändern. Hilfen. Ein Leben mehr, keine Hilfe. 2 Punkte geteilt durch 4 geteilt. Okay, komm. Charakter ändern. Wir nehmen jetzt mal einen anderen, weil... Ja, ich nehme Axel. Obwohl, nee, jetzt nehmen wir mal eine Frau. Cherry Lady. Jetzt geht's echt von vorne nochmal los, ne? Die sind knallhart, die kennen da gar nichts. Naja, gut. Wir haben erst eine Viertelstunde gespielt. Das heißt, wir wählen jetzt alle 4 Charaktere einmal. Jeweils eine Viertelstunde. Ich versuche natürlich besser zu sein, aber es ist eben auch... Oh, geil. Es ist eben auch... Es soll ja schwer sein, ne? Einzig dumm ist, dass ich diese dumme Erstlingsmusik jetzt nochmal gucken muss. Hören muss. Bin schon ganz verwirrt hier. Ich weiß schon nicht mehr, was Schlagen und Gucken ist. Schlagen ist das, was ich tue. Gucken ist das, was du danach nicht mehr kannst. Okay. Oh shit, okay. Das ist also die Gitarre. Das war knapp. Shit.
Ich hätte es nicht drücken dürfen, ne? Oh, habt ihr gesehen, wie geil das war? Wie cool die Combo war, ey. Das fand ich früher auch schon bei Streets of Rage immer so ein bisschen unfair, ein Messer zu benutzen. Das ist nicht fair, so kämpft man nicht im Ghetto. So ist das halt, wenn man von Bud Spencer-Filmen erzogen wurde. Eine Gesellschaft, die nur von Bud Spencer-Filmen erzogen werden würde, wäre eine gute Gesellschaft, denn sie würde keine Waffen kennen und Fairness wäre in gewisser Weise fest verankert. Es würde viel prügeln und alle Orte würden aus, wie heißt das hier, Spanplatten bestehen, dass man sich schön zerhauen kann, aber es wäre eine tolle Gesellschaft. Oh, oh, ich trau mich nicht. Ja, sie kommt nämlich gleich auf meine Ebene. Ich hab's schon kommen sehen. Scheiße, ich darf kein Dreieck mehr machen. Das ist einfach schlecht. Das zieht mir Energie ab und es bringt mir überhaupt nichts. Oh. Ach, das ist ein Rücktritt. Ah. Ich hau ab? Doch nicht. Hast gedacht, ich hau ab, ne? Ja, ja. Heute, kein Mensch braucht Telefonzellen. Oh, das ist so schön, dass man eine Combo in der Luft sozusagen noch erweitern kann und dass man nicht das Gefühl hat, das ist immer ein selbst ablaufender Prozess irgendwie, der aus ein paar Schlägen besteht, sondern man kann wirklich viel machen, habe ich das Gefühl, und viel in den Kampf noch eingreifen. Ah, man muss natürlich auch mehr machen als einen Button drücken. Ah, aber man kommt hier gut rum, also ich habe nicht das Gefühl, ich werde zu wenig zu tun. Alter, hat er mich voll erwischt. Dafür hole ich mir jetzt Geld. Und diese Kiste. Ich habe es echt kommen sehen. Kann sie denn wenigstens... Ja, sie kann schnell. Okay. Hier ist jetzt ein Truthahn. Scheiße, nur ein Messer. Komm her. Und nochmal. Ja, so schnell rennen ist das jetzt auch nicht. Naja. Ich kann das nicht nehmen, wenn ich ein Rohr habe, oder was? Das bitte jetzt nicht aus dem Kontext nehmen. Ich kann den Apfel nicht nehmen, wenn ich ein Rohr habe. Ich weiß auch nicht, warum ich das vorhabe. Ah, Alter! So eine Kacke. Da werde ich richtig frustriert. Die dürfen das nicht. Jetzt kann ich ja diesen Move machen, weil ich ja gleich wieder Energie bekomme. Mal gucken, wie viel das gleich zurückgibt. Oh, okay, so. Endlich mal gucken. Ja, geil. Volle Power. Oh, guckt euch das an. Der kommt ja gar nicht mehr nach unten, Alter. Geil, das hat sich gut angefühlt. Oh, toll. Falsche Richtung für den Stern-Move. Diesen Drecks-Move, ne? Den konnten die schon im allerersten Streets of Rage. Was ist das für ein dummer Move auch?
Man kann das Messer nämlich auch noch werfen. Mal gucken, wie. Habt ihr gesehen? Gesprungen. Das hilft nämlich. Du kriegst nicht meinen Truthahn. Wo hat er denn noch so ein Rohr her? Verkauft er die oder was? Yeah. You've merely adopted the Rohrzange. I was born in it, molded by it. I didn't see the Not-Rohrzange until I was Azubi. Sorry. Ja, geh doch mal über den Strom. Gegen den Strom. Alter, und? Also wenn man stirbt und die Hose, die Hand in den Hosentaschen hat und dabei stirbt, im Ernst, wenn du nicht mal so viel Mühe gibst, um zu überleben, um dich abzustützen, dann hast du es echt nicht verdient und die Drähte haben alles richtig gemacht. Das muss man sich echt mal vorstellen, wie die sterben hier. Die hier mit runtergelassener Hose, die kommen im Himmel ohne Gürtel an. Das kann nicht gut, das kann kein guter Anfang sein, sag ich euch. Stell euch mal vor, man kommt in den Himmel mit den Sachen, die man anhatte. Und die sind dann deine Klamotten für immer. Ah, okay, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Jetzt weiß ich's. Den darf ich nicht berühren, ja klar. Fuck, nicht berühren. Komm jetzt, komm, ich mach das jetzt. Schön cheesy. Ja, schön ein Abcheesen, ey. Komm rein, ja, komm rein. Lauf in mein Messer. Was? Oh shit, das war natürlich taktisch sehr geschickt platziert. Gebe ich zu. Habe ich kaum gesehen. Na und du? Der ist einfach in seinen Tod gelaufen. Scheiße. Hätte ich mir das mal aufgehoben, ey. Oh, aber dafür gibt es ein neues Leben, weil ich volle Energie hatte. Das ist ja gut. Oh, schön. Das sehe ich jetzt schon. Selbst durch die Fenster, dieser Rennsprungkick, der zimmert ordentlich. Alter, was der zimmert, guckt euch das mal an, der wird ja, Jesus wird ganz neidisch und sagt sich, das ist ein echter Zimmermann. Ne, jetzt mal ernsthaft, hier, was geht denn? Komm, lass dich mal hauen. Frau gegen Frau, das kann doch nur gut gehen. Shit, ja, ich darf sie natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nerven hier mit meinen Kicks und Kram. Und wenn sie blinkt, ist sie offensichtlich nicht angreifbar. Schön geblockt. Das Gute an diesem Sprungschlag ist, oder ist ja eigentlich eher so ein Tritt, dass der einmal so durchgeht, dass ich dann eben wunderbar weiterrennen kann. Das ist taktisch total sinnvoll für mich, den auszubauen. Shit.
Jetzt geht's erst noch mal ein bisschen extra Power, Gitarrenpower. Ja, letzter fucking Schlag, Alter. Komm jetzt, das kann's doch nicht sein. Ist es das? Jean-Claude Van Catch-Kick am Ende nochmal. Schön, wie da die alte Mucke nochmal so reinkam. Kein Problem. Komm, lass dir deine Muskeln mit Öl einreiben. Das war richtig gut von dir. Jetzt kommt gleich der nächste Level. Nächster Level. Nicht mehr so leicht. Der wird richtig schwierig. So, ich werde natürlich Blaze nehmen. Blaze it for 20, Bitches. Oh nein, Polizeirevier. Heißt das, ich muss arbeiten? Aha, warum ist sie da? Na gut. Shit. Oh, ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen gerettet. Sie hat so ein bisschen den Chun-Li-Modus, ne? Wie kann man die Pause drücken? Ah, okay. Ihr wisst schon, was ich machen wollte, ne? Ihr habt's auch gemacht damals. Das waren die Zeiten noch. Ich bin noch auf eurer Seite. Jetzt ist aber echt hier jeder gegen mich. Bin ich eventuell der Böse? Hammer, richtig gut. Wie sie auch läuft, ja, davon kriegt man doch Rückenprobleme. Wenn hier einer alle haut, bin ich das. Na komm. Ah, jetzt bin ich einen Tick zu weit gegangen, ne? Aber das ist nicht schlimm, mit dem nächsten Leben kann ich ja auch nochmal richtig Power wegschmeißen. Das war gerade einfach einen Ticken zu viel. Ich hätte einfach früher essen sollen. Kann ich da rein? Kann ich damit spielen? Ah, ich kann leider nur den Arcade-Automaten aufhauen. Bis 6000 muss ich durchhalten. Oh, okay. Oh, er hat ein Schild. Das ist nicht gut.
Habe ich vielleicht nur einen Apfel? Oh Mann, ey. Bringt das, wenn ich... Ja, genau. Ha! Jetzt hab ich einen Prügelstock. Ho, ho, ho. Oh. Du sollst kein Schild haben, du Sau, hast kein Schild zu haben. Das ist meine Sache. Stock. Hm, der lange Stock des Gesetzes. Jetzt kriege ich ein neues Leben. Na endlich. Shit. Warum wollen mich die ganzen Polizisten erledigen, Mann? Rafft ihr denn nicht, dass ich auf eurer Seite bin? Vielleicht bin ich schon zu deep undercover. Na, macht ihr mal. Ich muss arbeiten. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Die E-Mail muss heute noch raus. Tut mir leid. Tipp, 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 tipp. Yeah, Mann. Der Überlebende kriegt von mir einen Kuss mit dem Fuß. Der rechts hat... Oh, der Polizei links... Polizist links hat einen... Hat aber jetzt nicht mehr. Doch, hat er. Einen Elektroschocker, wollte ich sagen. Jetzt habe ich ihn. Shit, das war nicht gut. Fuck, schon wieder. Jetzt aber. Na, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Na, komm her. Das war alles. Das war dein Anger Move. Ich laufe sehr energisch in deine Richtung. Und dann komme ich am Tisch nicht entlang. Shit, das war klar. Der war einfach zu gut geschützt. Verdammt nochmal. Da ist doch die energiezehrende extra. Der extra Move ist da doch wirklich gut angebracht, finde ich. Scheiße. Das ist einfach dumm. Das ist dumm. Oh Mann, ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Ah, ich war doch so nah. Kriege ich beim nächsten Mal dann so eine Hilfe? Ein Leben mehr, zwei Leben und ein Stern mehr, drei Leben und zwei Sterne. Nehme ich das. Oh, ich kann ein Online-Spiel erstellen. Na, mal gucken, ob da jemand mitkommt. Dann nehme ich Axel. Jetzt hatten wir ja fast alle. Axel Stone. Und da ist schon jemand anderes, der nur darauf wartet. Schaden von Freunden an. Because I live dangerously. Und das wird übersprungen. Und weiter geht's beim Polizeirevier. Das ist interessant zu merken, dass man immer in dem Level neu startet, wo man gestorben ist.
Okay. Pa, 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 pa. Hauen, 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 treten, hauen. Bisschen rennen, bisschen schubsen, bisschen hauen. Noch mehr hauen, 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 immer hauen. Einfach auf alles draufhauen. Ey, er macht's richtig. Oder sie, Entschuldigung. Ah, beide mit einem Move, ey. Ich nehm die beiden, ja? Mach du mal die drei. Warum hast du eigentlich zwei und nicht nur drei? Hast du die mal gesehen, die ich hier habe, die zwei? Ja. Ups, hab ich sie erwischt? Nein. Oh, der Move war toll, oder? Der war richtig toll, der Move. Shit, shit, shit. Nicht mich. Oh, er kann kaum laufen, Axel, ey. Aber wenn ihr schon so viel tretet, warum habt ihr dann Turnschuhe an? Warum nicht, weiß ich nicht, Doc Martens? Oder so richtige Arbeiterboots. Oder die Schuhe aus Dead Space. Da würde Eintritt reichen, wirklich. Einmal ins Gesicht gesprungen, Ende der Diskussion. Geil, 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 geil. Der Typ hat original noch volle Leben. Also das Mädel. Und ich hab schon eins verloren. Das heißt also, ich habe viel mehr gemacht als er. Ich kann leider nicht rennen. Man kriegt die die mit den Schilden sind wirklich ein echtes Problem, habe ich das Gefühl. Da kann man eigentlich immer nur mit dem Dreieck-Move so ein bisschen extra machen. Scheiße, es reicht nicht mal. Nicht mal das reicht. Warum hat das nicht gereicht jetzt? Warum hat das nicht geklappt? Jetzt aber, hä? Okay, dann komme ich halt von oben. Das klappt auch nicht, ne? Wie kann man die brechen? Ja, von beiden Seiten. Doch nicht wahr sein. Der Typ hat original immer noch alle Leben. Da sieht man, wie unterschiedlich man das Spiel spielen kann. Ich mache es sicherlich nicht gerade richtig, aber ich finde auch gerade nicht so den Punkt, ne? Ich weiß nicht genau, was Sherry in dem Moment richtiger macht als ich. Wahrscheinlich die Angriffe, ne? Aber
Ja. Okay. Boah. Das war heftig. Typischer Endgegner-Move. Das erinnert mich auch an Streets of Rage 3 oder so. Ich weiß es nicht. Da gibt es eine ähnliche Sequenz. Ja, das war mein Fehler. Oh, 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 es tut mir leid. Ah, ich dachte, ich kann vorher noch Energie schnappen. Der Commissioner. Alter, was der Typ drauf hat. Sie macht's richtig. Da möchte man gar nicht mehr hingucken. Das war sehr gut. Der geht in beide Richtungen. Anonymer Mitspieler Galagandas. Du kamst in einem Moment großer Not und du halfest mir, ohne nach Geld zu fragen, ohne zu sagen, Mensch, du kannst es aber nicht. Du warst einfach nur da. Und dafür kriegst du von mir die ewige Punktzahl 18.779. Gut, ich bleib bei Excel. Mein Gott, guckt euch doch mal das ganze Gold an. Da steht sogar X drauf. Es wäre nicht nötig gewesen, das ganze Geld zu verbrennen, oder? Frachter. Aha. Mach ich. Ich hau überall zu. Kein Problem. Ah, okay. Ich wollte es nur kurz wissen. Hab's mir schon fast gedacht. Shit, sorry, mein Fehler. Ich dachte, da werden noch mehr am Leben, die man dann vielleicht damit hätte erwischen können. Ich mach das einfach zu gerne mit der Energie. Ich weiß, das schadet mir, aber verdammt, es sieht cool aus. Seid doch mal ehrlich. Nur schlecht alles. Im Moment schade ich mir nur selbst. Okay, da versuche ich mal oben rum zu gehen.
Das war gut, das hat mal gut geklappt. Oh, die Mucke, ey. Man möchte wirklich im Takt schlagen. Aber die Action ist zu schnell. Mein Herz pulsiert schneller als dieser Beat. Hau. Jawohl. Das ist lustig. Er hat es geworfen und wieder eingesammelt. Ah, wie kann ich nochmal werfen? Ah, nochmal Kreis. So. Oh, shit. Die Drecksau. Das gibt's doch echt nicht. Mach ihn alle. Jawohl, ich wusste, dass sie diesen Flying Kick macht. Oh, das macht richtig Bock. Das ist eine echt schöne Erinnerung. Und sogar sie ist dabei. Ohne Scheiß, die Dominatrix. Sie ist sogar hier dabei und macht die immer heiß, die Jungs. Es ist wirklich wie so ein schönes Remaster der besten Momente aus allen Streets of Rage Teilen. Und ich muss sagen, es gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich habe nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Ich dachte, es ist okay, macht Spaß, spielt man mal irgendwie an. Aber das ist ja hier richtig, richtig, richtig gut. Komm jetzt, ernsthaft? Ah, shit, sorry, das tut mir leid. Da habe ich dir sogar einen Finisher gegeben. Ah, ich brauche den Apfel. War ein bisschen chaotisch gegen Ende, aber Gott hat's Bock gemacht. Einfach mal noch wieder richtig schönes, amtliches Button-Mashing vom Feinsten. Guck mal, fast denselben Gesundheitsbonus, fast denselben Sternebonus. Wir sind sehr gut. Rang B, verdient, möchte ich sagen. Ich würde gerne wissen, was es gibt, sozusagen, wenn man hier diese letzten drei Marker erreicht. Fährt sie gerade mit dem Schiff Highspeed in den Hafen? Offensichtlich. Auf zum alten Pier. Jawohl. Man kann die sicherlich auch in diese Löcher werfen. Das konnte man ja früher auch schon immer gerne. Aber es lohnt sich fast nicht.
Okay, sie wusste, er wusste schon, dass da was kommt. Das finde ich gut. Offensichtlich spiele ich mit einem Profi. Eine Millisekunde zu früh oder zu spät und schon... Ich dachte, ich habe getroffen. Oh nein! Bin da auch runtergefallen. Okay, hier ist doch sicher was. Okay. Ich nehme das Messer. Da geht's auch teilweise ab, ne? Da kannst du nichts machen. Kannst du nur nach unten flüchten. Was war das? Das ist ja cool. Das ist ja wie Sengoku. Das erinnert mich total an Sengoku gerade. Habe ich hier auch mit... Ne, ich dachte, ich habe vielleicht auch diese extra Charaktere. Jawohl, jetzt haben wir ihn im Todesdreieck. Oh, er hat uns. Cool. Noch ein Stern. Da drin waren wir. Ich habe mich schon gefragt, was da war. Dieser Typ mit seinem Schild. Der andere macht seinen auch gleich wieder an. Okay, super. Ja, hätte mal das andere nehmen sollen. Stampf, 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 Kampf, 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 Kampf. Oh, schlechte Musikwahl. Wo sind wir hier? Im Auto meiner Mutter? In den 80ern? Im Hintergrund. Okay, Polizei, Amazone, ich verstehe gar nichts mehr. Wichtig ist nur, du kriegst auf die Fresse. Was war das denn jetzt? Oh, das... kenne ich noch, das war einer der Special Moves ich glaube im zweiten Streets of Rage. Warum kämpfen wir eigentlich gegen die Polizei? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ah, daneben. Da kommt was. Scheiße. Okay, jetzt muss ich das aber echt mal einsammeln. Scheiße. Ja, Mann. Ah, das tut weh.
Alter. Alter, die droppt es nicht nur, als wäre es hot, sondern die droppt es einfach mal hot. Die droppt es hot. Braucht größere Flasche. Oh, das tut mir leid, ich war der Finisher gerade. Du bist aber auch immer im Weg. Oh, gut, das war knapp. Damit haben wir zum Glück über meine eben vollzogene Schande den Mantel des Schweigens gehüllt. Sehr schön. Nur 7 Minuten zum Aufräumen der Stadt. Rang C. Wie cool. Nicht so gut wie A oder B, aber halt cool. Ich nehme einen anderen Spieler, weil ich hatte jetzt häufig genug den Axel. Ich muss sagen, Floyd bringt noch mal ein bisschen mehr. Okay. Wer genau ist das jetzt? Diese Bilder, oder? Das ist einfach geil. 90er Edeltrash. Papa wird sich nur mit der Lady unterhalten. Adam. So, jetzt kommt die Brücke. Oh, erstmal unter der Brücke scheinbar. Oh Mann, sorry, es tut mir echt leid. Wie nehme ich das denn jetzt auf, ohne das Gift aufzunehmen? Er ist doch direkt vor mir. Ich muss es doch sehen. Aber da überall ist ja auch das Gas, ne? Ist kein Spaß. Einfach gegen die Flamme geworfen. Ja, nimm nur. Da kommt original so ein Ding raus. Kann doch keiner mit an. Das war gut von ihm. Das hat er gut gemacht. Ah, das war echt. Ach, man kann warten. Ja, okay, das werde ich mir merken. Wie dumm. Okay, warte.
Das war Glück und sehr, sehr geschickt von mir. Alter, ich bin aus Metall. Hör mal auf mit deinen Flammen. Ja! Alter, wie Yokozuna, als er geslammt wurde auf dem Flugzeugträger damals. Genau so war das. Okay, das ist ziemlich cool. Wir sind relativ gut dabei. Gegen die Wand geworfen, Alter. Ah, ich finde, das Badezimmer hier könnte noch ein paar Tags und ein paar Schmierereien vertragen. Da sehe ich noch ein bisschen Weiß durchschimmern. Okay, die gefallen mir sehr gut. Endlich mal jemand, der aussieht wie ich. Da soll nochmal jeder sagen, dass Fahrradhelme nichts bringen, ne? Haben die ihre Haare auf dem Helm oder haben die im Helm ein Loch? Das würde ja die Funktionsweise des Helms total kaputt machen. Oh, Billardkös. Oh. Adieu, Kö. Wie kann der mich werfen? Und jetzt auch noch so geworfen, dass meine... Mann, ärgerlich. Doch, genau. Ich wollte nämlich den... Geht doch mal alle weg. Ich will den Stern einsammeln. Oh, die Schläge sind so wuchtig, Alter. Gut. Ich kann also was werfen. Zu viel Kram. Es passiert zu viel Kram. Es liegen auch viel zu viele Sachen rum. Aber die Mucke ist toll. So muss es sein. Richtig schön. E-Gitarren-Geschrabbel. Echte Männermusik. Ein Känguru mit Boxhandschuhen, das mir ein Bierglas poliert. I don't give a fuck. Mir ist alles recht. Das war sehr blöd. Ich hab's nicht mal gekriegt. Sag mal, kann ich auch mal einen treffen von denen? Komm, nimm ihn doch mal! Was? Nee? Der hält ja super viel aus. Das hat doch hoffentlich was gebracht, oder? Oh Mann, warum? Das wollte ich. Endlich mal. Ach du Shit, der hat auch ein super Combo. Tja. Das ist alles, was du kannst. So ein bisschen Hadouken.
Das bin ich auf dem Weg zum Endsieg. Also des Spiels natürlich. Die letzte Mission, die letzte, der letzte Level. Ich wette, es kommt. So. Spiele ändern. Ich nehme nochmal jemand anderen. Oh, jetzt kann ich Adam ja nehmen. Mal gucken, was der Adam so kann. Ich bin sicher, Adam zertrümmert allen Gegnern den Adamsapfel. Chinatown. 1, 2, 3, 4, 5 Level noch, also insgesamt 10 Level. Kann man schon mal machen, finde ich. Oh, ein Bumerang. Oh, der ist gefährlich. Ey, das tut mir ja leid. Ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll. Dass der dich immer trifft, ist nicht geplant. Okay, das tut mir auch leid. Ich lerne ja gerade noch. Tut mir leid, nicht böse sein. Siehst du, dir passiert das auch. Du gehörst in Street Fighter, Alter. Okay. Ich kann es kaum glauben. Ah, endlich. Geil. Oh, ich dachte schon, der macht jetzt gerade hier so einen Feueratem. Hier, willst du den haben? Blaze, hol dir den mal. Den Braten da oben. Dicken, fetten Schweinebraten. Ah, jetzt ist sie gestorben. Na gut. Blockt er da gerade ein Schlachtermesser mit seinem Knie? Ich weiß ja nicht. Oh, es tut mir so leid. Ich wollte doch nur das Ding mitnehmen. Ja, ich hab's verdient. Ja, und jetzt? Machen wir dasselbe jetzt nochmal, oder was? Der hatte mich überrascht. Ah,
Kacke, ey. Der ist auch hart. Digga, lass mich doch auch mal was machen. Siehst du? Wir beide sind die allerbesten Freunde. Galaganas. In Lederjacken in den Dojo. Das ist. Deswegen werdet ihr keine Hauptcharaktere. Mann, ich komm kaum auf die Beine sozusagen. So, dich werfe ich auch nach da. Ah, ich nehme lieber das Schwert. Da machst du nichts verkehrt. Drei Äpfel. Ob das reicht für mich? Kriegt ihn nicht klein. Das Superknie. Huh. Ach, das war spektakulär. Okay, ein Leben noch, Mann, und das ist fast durch. Allzu viel kann man hier echt nicht mehr machen jetzt. Aber es sieht toll aus, es sieht toll aus, es hört sich gut an. Es ist wirklich vom Spielerischen her, finde ich, über jeden Retro-Zweifel erhaben. Es spielt sich so wie die alten, es sieht aus wie die neuen. Also mir gefällt es richtig gut. So ein bisschen auch jedes Trope, jedes Klischee verbaut. Warum auch nicht? Ist ja irgendwie auch ganz geil. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Der hat auch noch ein, weiß ich nicht, ein Engel.
Nicht erwischt? Na, ein bisschen. Sehr schön, sehr schönes Timing. Richtig gut gemacht. So, jetzt hol dir den Braten. Riech den Braten, Frau. Hol ihn dir. Oh, ich bin fast tot. Okay, da, jetzt muss er abhauen. Tot. Jetzt liegt alles an Blaze. Mach es. Hoffentlich macht sie es. Hoffentlich macht sie es. Oh mein Gott. Du entscheidest jetzt. Galaganas, du entscheidest darüber, ob wir weiterspielen oder nicht. Ob es aufhört oder ob es eine Fortsetzung findet. Und du hast ihm den Force-Geist aus dem Rücken rausgeprügelt. Das war cool. Das war cool. Cool, 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 cool. Das war cool. Nice. C. Wie cool. Wieder cool. Es macht mir großen Spaß, muss ich sagen. Ich nehme nochmal einen anderen Spieler. Weil ich es einfach mag. Es macht einfach Bock. Immer die Charaktere zu wechseln. Ah, deswegen. Ihr seht sie nicht, aber sie sind unter uns. Y. Da, im großen Y-Gebäude, da sind sie, die beiden Söhne von Mr. X. Heißen die beide Y oder heißen die YZ? Oder Y hoch 2? Es gibt viele Fragen, die ich habe. Skytrain, Elon Musk, schau zu. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Mann, wie soll man das denn wissen? Also, ich meine, rechtzeitig vom Timing her wissen. Okay, okay, okay. Okay, das muss man wirklich erstmal ein bisschen lernen. Da hat's endlich mal geklappt. Sag mal, kann einer von euch auch mal mit dem Waggon fahren? Müsst ihr wirklich alle auf dem Dach sein? Das ist doch mega gefährlich auch. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Mit dem U-Bahn-Protokoll der Stadt. Ich frage mich, ob die Stadt Final Fight, also die Stadt aus Final Fight, ob die sozusagen einfach eine Nachbarstadt ist von der Streets of Rage Stadt. Ah, das war's. Ja, nicht gut gewesen. Das war nicht gut. Kein gutes Leben habe ich nicht gut investiert. Da hätte ich aufpassen müssen. Shit. Ah, falscher. Mann, nichts kann man hier mal in Ruhe machen. Nicht mal in Ruhe die Leute verprügeln. Ständig kommt einem
irgendeine Sprungsequenz dazwischen. Ah, immerhin bin ich gesprungen. Daran hat es schon mal nicht gelegen diesmal. Das ist ja schon wieder die Estel, ey. Der hat Granaten. Das war ein richtig guter Move. Jetzt kommen sie aber alle. Shit, der Commissioner, ey. Warum kann der auch so gut kämpfen? Sonst wäre er ja nicht der Commissioner, wenn er nicht eine ordentliche Hake schlagen könnte. Weg, 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 Granate. Fuck. Ey, wie viele Energiebalken haben die? Das war knapp. Da, 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 da. Schön, dass die siebte Stage hinter uns ist. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Wortwörtlich gut geschlagen. Er hat es ein bisschen besser drauf als ich, aber es liegt vielleicht ja eben auch daran, dass er das Spiel offenkundig schon mal gespielt hat. Und ich bin eine Jungfrau. Wie eine Jungfrau komme ich in diese verdorbene Stadt. Ich wollte einfach nur aus mir etwas machen. Doch das geht hier nicht. Selbst die Polizei ist gegen uns. Tja, so kann's gehen, so kann's stehen. Das war der siebte Level, der ist auch in Flammen aufgegangen. 8., 9., 10., 11., es sind sogar 11, sehe ich gerade. Das ist Pech gewesen. Konnte ja keiner ahnen. Ich habe noch versucht wegzuspringen, ernsthaft. Shit. Shit, das ist ganz schlecht hier. Egal, was ich mache, er auch, ne? Man kriegt's ab. Er hat Glück gehabt jetzt mit dem Springen. So muss man es ja eigentlich auch machen. Oh, der goldene Truthahn. Direkt ins Feuer gefallen. Das war cool. Oder hot eher. Ah, tut mir leid. Da habe ich dem Kollegen etwas Säure in den Weg geworfen. Naja, was soll ich sagen? Ich als Frau in der Rockindustrie, ich habe es auch nicht immer leicht.
Das hier ist auf jeden Fall die Porno-Lounge. Hier passieren Dinge, die könnte man nicht mal zeichnen. Ey, hört auf. So, ich kann auch Granaten werfen. Oh, sehr gut. Einfach, lass doch liegen. Die springen doch selbst rein, die Deppen. Ich will nur weg. Achtung, geh weg. Das hat mich trotzdem erwischt. Wie geht das? Die goldenen Hähnchen. Ach, das ist echt toll. Oh oh. Geh weg. Ach, schon wieder die. Kein Problem. Mann, mach hör doch mal auf hier jetzt. Okay, sehr gut. Nein, 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 nein. Gut. Man kommt nicht gegen an und kriegt sie einfach nicht klein. Jetzt vielleicht. Von unten kommen, ja, ja, so vielleicht. Shit. Komm, eine habe ich. Jawohl. Shit, null. Hammer, er hat mir gerade, wie man sieht, weil ich bin auch noch in die Säure gesprungen, mega das Leben gerettet mit diesem einen Befreiungsschlag. Aber cool. Ich finde, wir kommen zusammen echt gut durch und haben sogar schon zu einem B geschafft. Y-Turm. Die haben direkt eine Sauna unten im Haupteingang oder was? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Außerdem kommt jetzt die ganze heiße Luft raus durch das Loch. Der Boden ist auch so ein bisschen glitschig. Das ist ganz cool gemacht.
Ach, der hat mich festgehalten da oben. Diese Moves, die sehen teilweise so toll aus, die sind so gut gezeichnet. Nimm. Ja. Ja. Okay. Schön mit dem Mob einen ausgewischt. Das, ne, ganz gegen Ende kommen erst die ersten Leute mit Schusswaffen, die ganz smooth denken, weißt du was, ich knall dich jetzt einfach über den Haufen. Du hast vielleicht diese Gitarre dabei, aber ich habe die Knarre und Knarre schlägt Gitarre. Ach komm, ich war doch unter dir. Konntest doch gar nicht treffen. Jawohl. Ja, Mann. Es ist toll. So ein Rohr. Da steht man nicht gern davor. Das ist jetzt schon so Carpenter-Mucke. Ist ganz geil. Habe ich jetzt ein ganzes Leben verloren, weil er mich rausgehauen hat? Shit, shit, ich darf nicht rausfallen. Jawohl, haben wir schön zusammen gemacht. Jawohl, weggeworfen. Er macht's richtig. Gar nicht lange aufhalten. Nein! Mann, du hast ihn doch gegrapscht jetzt. Das war ein Fehler. Na gut. Puh. Also bisher ein nervenzerreibendes Spiel. Mit genau dem richtigen Anteil von Story zu Missionen, zur Abwechslung. Ach, hier ist einfach vieles richtig. Shit.
bin tot, Mann. Er schafft das nicht mehr. Er kann das gar nicht mehr schaffen jetzt. Da müsste er ja also so gut sein, dass er eigentlich nie auf meine Hilfe angewiesen war. Und das ist ja nahezu unmöglich, weil wir ja gesehen haben, dass er ohne mich zum Scheitern verurteilt ist. Klar, er hat da jetzt noch ein bisschen Obst und auch mal einen Braten. Aber er leidet schon darunter und denkt sich, Mann, der Simon, wenn der jetzt dabei wäre. Oh. Aber er schafft das gleich, er hat noch ein Leben. Jetzt, er weiß natürlich auch, alle gucken zu. Shit, und jetzt der Super-Kombo noch hier vom Bösewicht. Das kann nicht gut ausgehen. Hebt ihr den Braten auf. Nein, du hast ihn zu früh genommen. Das war ein Fehler. Alter, der hält aber auch aus. Ja, Mann, er schafft's noch. Er schafft's noch. Du schaffst es, Mann. Mach es. Jetzt kommt schon. Galaganas, Galaganas, Galagana, Galaganas. Komm, jetzt mach es. Oh Mann, ich kann gar nicht hingucken. Es ist so wenig, nur noch. Es sind nur noch ein paar Schläge. Ah, auch verloren. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich probier's mal mit einem Charakterwechsel. Vielleicht spielt er nochmal mit. Und die Mission machen wir jetzt einfach nochmal. Da kommen wir schnell zum Ende. Verdammter Y-Turm. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde anspielen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich es heute, wie gesagt, verpasst habe. Aber jetzt, wenn ich das hier sehe und wir sind so gut gerade zusammen, das müssen wir jetzt zu Ende bringen. Da wird kein X-Lord gemacht, sondern so lange geschlagen, bis die Hände nicht mehr schlagen können. Mann, wie viel will der sie denn noch blocken? Also wir müssen jetzt einfach ein bisschen besser aufpassen. Ich hoffe, er holt sich hier gleich den Apfel. Jawohl. Manchmal alle so einen aufstrebenden Kick, der mich jedes Mal mitten dann, wenn ich gerade zuschlagen will, erwischt. Das ist natürlich geschickt extra so gemacht, dass man eben nicht einfach das Spiel hat mit den Feinden. Nicht jeder kann das, aber viele haben so eine Art Unterbrecher, wenn man gerade mitten dabei ist. So. Aber ist schon cool gemacht. Jetzt muss ich aber wirklich mal auf meine Energie achten und mein Leben. So, jetzt muss ich Adam ein bisschen helfen. Damit er nicht sein Leben verliert. Das wäre schön. Ja, sehr gut. Oh, was hat der mich gerade zerbämst, ey. Das gibt's doch nicht. Und schon tot, ey. Es geht einfach zu schnell. Ah, sie hat diesen Move, den habe ich jetzt auch gerade erst entdeckt. Also ich habe ihn schon häufiger gemacht, aber dass das keine von diesen energiezehrenden Moves ist, das war mir neu, das ist gut zu wissen. Danke, danke, danke. Ach, jetzt kommen die schon wieder her.
kann man auf jeden Fall gut Distanz mit überwinden. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Move, merke ich gerade. Scheiße, ich habe halt wirklich nur noch ein Leben. Das war einfach dumm. Dafür können wir jetzt alles wieder richtig machen, indem wir die von Anfang an aus dem Fenster sozusagen schießen. Jawohl. Ey, ich hab doch gehauen. Mehr als hauen kann ich doch auch nicht. So machen wir es jetzt immer. So eine Unfairness. Okay, komm, hau ab. Lass mich machen. Der hält den Schlag mit dem Rohr aus. So, Schlag mit dem Rohrstock. Shit, da war ich so abgelenkt von dieser furiosen Darstellung. Immerhin, jetzt beim Endgegner. Ich habe noch ein bisschen Energie, aber ob das jetzt reichen wird, ich weiß nicht. I doubt it. Sau. Sehr gut. Weiter so. Du hast ihn fast. Ja! Teamwork. Ich habe abgelenkt. Er hat eingelocht. Ein bisschen Schlägerei, was ist denn schon dabei? Du kriegst was in die Fresse und ich krieg Punkte. Ein bisschen Schlägerei, was ist denn schon dabei? Du kriegst was in die Fresse und danach beißt du in die Kresse. Damit meine ich, du beißt ins Gras. Ja, ich weiß, du wusstest das. Okay, es geht weiter. Entschuldigung. Ach, die Musik. Sailor Moon. Mrs. Y. Oho. Knaller, die Boxen zertreten. Wood Oak City. So heißt der Laden.
Was? Ernsthaft? Hat hier irgendjemand einen Fallschirm dabei oder habt ihr einen Helikopter? Ihr könnt doch nicht einfach vom allerhöchsten Punkt dieses Hochhauses springen. Gut, offensichtlich kenne ich mich nicht aus in Rage. Es ist so geil. Es ist einfach so toll, jedes Mal wieder aufs Neue den eine überzuzimmern, den ganzen Lappen, die nichts können hier. Mit den winzigen Energieleisten. Komm jetzt. Oh Mann, ich wusste, dass das passiert, ey. Ich wusste es. Ich wollte es doch nicht. Nimm ruhig, nimm. Okay. Mann, es tut. Oh Gott, der wird mich hassen. Der wird mich echt hassen, ne? Aber ich habe ihn immerhin runtergebracht. Bikerbräute in Leggings. Viel zu engen Leggings möchte ich hinzufügen. Na. Jonathan. Oh, das ist der andere da, ja. Der Typ, ey, der kriegt's von beiden Seiten, wird übers Kreuz gelegt. Da lacht er dreckig, der Big Ben. Heißen die alle Ben? Muss man Ben heißen oder Dick sein, um hier reinzukommen in die Gang? Oh, Mann, er ist mir aber auch echt jetzt sehr ungünstig reingerannt. Das ist ein cooles Element hier mit dieser Abrissbirne, die man in Schwingung versetzen kann. Ja, sehr gut. Scheiße, das konnte wirklich keiner wissen, dass das selbst auf die Entfernung noch was bewirkt. Na, okay, selbst blöd. Nimm Backstein. Schön werfen. Oh, so einer. Jawohl, es hat ihn erwischt. Aber es hat nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe.
Ach, hier hoch. Okay, dann gehen wir da halt hoch. Oder runter? Oder rechts? Ich weiß nichts mehr. Oh, jetzt wollte ich hinter ihn. TJ Kawashi. Ja, jetzt habe ich ihn voll erwischt. Geil. Jetzt kommt ein Move von ihm. Oh mein Gott, ich muss schnell weg. Piu Piu macht er. Na toll. Komm, jetzt machen wir sie. Ah, scheiße. Dabei war dieser Sprung mit dem Extra ganz geil. Hier, ich zeig ihn nochmal. Da! Immer in Slow-Mo, haben wir noch gesehen. So, was ist noch übrig in dieser Stadt? Was ist noch nicht zerstört? Wo brennt noch nichts? Wo sitzen noch keine klagenden und weinenden Mütter davor? Und warum kriege ich dieses dumme erste Ding nicht? Nochmal jemand anderen jetzt. Back in the fight. Axel. I got bombs in these arms. Aber die Sprites sind so toll gemacht, also wirklich. Das kann man doch nur feiern. Nein, du kannst mich jetzt nicht allein lassen, Kollege. Du musst spielen. Du musst spielen. Bitte lass mich nicht alleine. Okay, er hat sich doch nochmal umentschieden, mitzumachen. Letzter Level wäre auch noch schöner gewesen. Wir brauchen doch die Punkte. Haha, wie geil. Okay, das hat gut geklappt. Ihr geistigen Brandstifter hier. Weg mit euch. Ah, da ist auch die Brennfaust. Sehr gut. Bin ich gerade darunter gebrannt? Na, oh, schade, ich wollte einmal noch die Faust anzünden. Ja, okay. Ja, was sollen wir auch machen? Er ist doch so langsam. Ey, wie hat er mich denn auf die Entfernung genau getroffen? Kannst du Baseballspieler werden mit dem Skill? Brauchst du nicht im Ghetto hausen und kriminell werden? Wobei, aus dem Ghetto sind wir längst raus, ne? Wir sind da längst schon einmal durch die Stadt. Und hier ist es überall gleich schlimm. Die Frage ist, wo ist das Ghetto nicht?
So eine Scheiße. Wo kriegst du den Kack immer her? Ich komm nicht weg, weil er eben nicht rennen kann. Weil so ein Klotz ist. Na, vielen Dank. Da sieht man, wo die Prioritäten sind, ne? Im Zweifel kämpft er für sich selbst. Der Galaganas. Aber das ist nur verständlich. Scheiße. Oh, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Man kann sie leider nicht mehr rauswerfen. Wie soll man denn da hinkommen zu euch? Okay, dann mache ich halt sowas. Ich muss sagen, die Dreier-Kombo von Axel gefällt mir sogar besser als sein Super Special. Bisher läuft's. Aber den Endkampf werden wir, glaube ich, nicht schaffen mit so wenig Energie. Los, komm, hol dir den Shit hier. Hol dir doch bitte mal den Truthahn hier. Gut. Ich glaube, jetzt kommt der Endgegnerkampf. Ja, sieht so aus. Bruder Y. Oh oh. Was hat er? Was kommt jetzt? Ein Raketenwerfer, natürlich. Why not? Komm jetzt. Zu zweit machen wir ihn. Was kann er denn schon? Ah, komm, ich mach die, du machst ihn. Das ist doch gute Arbeitsteilung. Ja, sehr schön. Jetzt ist er am Ende. Nein, ich hab's noch
nicht geschafft. Jetzt wird das alleine schaffen. Na gut, wir sind ja zusammen. Wir sind Freunde, wir sind Brüder. Er wird an meinem Grab stehen und allen erzählen, dass ich den finalen Gegner gelegt habe. Mr. Y. Bald nur noch... Was ist jetzt? Komm, mach ihn alle. Ein Schlagmann. Willst du mich verarschen? Jawohl. Handkanten-Bitch-Slap von hinten. Mehr hast du nicht verdient, mein Freund. Super gut. Das letzte Mal Party-Modus. Yeah. Superfreunde. Wir sind die Superfreunde. Wir hauen sie alle platt. Und danach gehen wir tanzen. Jetzt habe ich das endlich. Keine Ahnung, was es ist. Oh. Streets of Rage 1 Axel. Da sieht er noch, finde ich, ein bisschen besser aus. Wo hat er denn jetzt die Waffe wieder her? Ist okay, die können aus Hochhäusern springen, interessiert keinen. Es gibt eine Insel, verdammt nochmal. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet. Die letzte Stage. Hat er die ganzen Vasallen da alle mitgenommen oder was? Glaube ich nicht. Die kosten doch viel zu viel. Was die essen. Guck mal, wie viel Eiweiß die täglich wegschnabulieren. Das ganze Pulver. Oh, das war super. Wir haben hier echt aufgeräumt gerade. Floyd, hier ist etwas, was du dir ansehen solltest. Wo bin ich? Da. Nein, jetzt bin ich auch tot. Mann, ich wollte doch nur noch meine Energie verbrauchen. Ja, scheiße. Das war jetzt aber wirklich Quatsch. Das ist jetzt meine echte Energieverschwendung gewesen. Ich war doch über dir. Okay. Jetzt nur noch die Bikes weghauen. Schloss. Es wird immer bizarrer und blöder. Aber gut, dann sind wir jetzt eben Castle Crashers. Habt ihr es gesehen? Der hat das Original aufgefangen. Das von mir geworfene Schwert hat er aufgefangen. Ja, ein ziemlich cooler Move, muss ich zugeben. Da habe ich jetzt irgendwie auch nicht mit gerechnet.
Oh. Endlich. Er hat aufgelevelt, ne? Vom Eisenrohr zum Morgenstern. Sag mal, wie kann man so krass daneben hauen? Das ist super unfair. Mein Move hat die Dinger in die Luft gejagt und ihn getötet. Und er muss jetzt zugucken. Das ist echt unfair. Der hört wahrscheinlich jetzt auf. Dum, 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 dum. So ein Dreck, so ein dummes Dreckspiel. Warum sind die so schnell und nicht so langsam? Tot. Ah, Game over. Ich bin mal gespannt, ob mein Kollege noch da ist. Wenn ja, wäre ich durchaus dafür, auch nochmal eine Runde zu machen. Was ist los, Floyd? Ich habe uns 5 Leben gegeben. Ich habe ein bisschen gecheatet für uns beide. Erzähl's keinem. Da. Jetzt wird die Insel von der Karte gepinselt. Es reicht. Oh, er hat den Pixel Axel, das ist gar nicht so schlecht. So, und ich habe einen, der ein bisschen schneller ist, das ist ganz gut. Ob hier wohl irgendwo ein... Jawohl. Hammer. Super gut gemacht. Schön das Hähnchen geschnappt oder den Truthahn oder was auch immer es ist.
Das war ihr Move, ich dachte, das wäre meiner, ey. Ah, das ist sein altes Special. Ja, jetzt weiß er's. Wie es aussieht, okay. Das ist ein ganz geiles Special gewesen. Da ist die Kamera zurück und dann kamen seine Freunde, gegen die man hier kämpfen muss. Ach so, wegen der Musik, ich erinnere mich. Die Musik. Mein Gott, mein Charakter ist so stark. Der kann kaum laufen, ey, vor Power. Ah, scheiße, zu früh, oder? Ja, zu früh. Fuck. Das ist toll. Auch dass der alte Effekt mit den Pixelflammen und so da ist, das schön gemacht. Keine Gegner. Komisch. Okay. Nächster Abschnitt. So viel ist es nicht mehr. Ah, shit. Hätte ich ein bisschen gewartet, ne? Okay. Da ist es. Jawohl. Power Bear. Power Bear.
Ach, verdammt, ich hatte doch noch so einen grünen Schaden, dachte ich. Ich dachte, ich habe sowas wie zwei Energieleisten vielleicht zufällig bekommen oder so. Dann hätte ich sonst, hätte ich natürlich den Braten gerochen und genommen auch. Oh, gleich fertig. Jetzt komm, du entkommst doch nicht mit deinem letzten Zipfelchen. Ihr spinnt doch, ihr lieben Entwickler. Die kannst du zu Tode pupsen. So wenig hat die. 6 Leben zu 2 Leben. Okay. Einer hier hat ein bisschen mehr gemacht, würde ich sagen. Na, beide natürlich. Lass denen doch nicht immer so viel Zeit. Oh shit, es hört ja gar nicht mehr auf. Ich komme ja gar nicht mehr drauf. Jawoll, das war gut. Ah, ja genau, da holt er die Polizei. Ein sehr guter Move. So, sie ist weg, oder? Ja, sie ist weg. Jetzt echt nicht hingehen sollen, ne? Komm, wir haben es doch gleich. Wir haben es gleich. Ja, endlich. Das war atemberaubend. Sehr schön. Ich wäre deprimiert gewesen, wenn jetzt am Ende nicht alles explodieren würde. So habe ich mir das vorgestellt. Wow. Wow, wow, Leute. Also, jetzt muss ich erstmal ein bisschen loben. Das ist schon richtig gut gewesen. Das ist schon, also ganz hohe Kunst der Prügelspielschule, muss ich sagen. Das haben sie von vorne bis hinten echt geil gemacht. Ne? Sie haben es geschafft, dass die Charaktere genau das richtige Maß aus Action, 90er Jahre Action und gleichzeitig natürlich total überzeichnet, nicht ernst zu nehmen und mega harte Männlichkeit und auch in diesem Sinne mega pralle Weiblichkeit, all das, was man so als Klischee kennt, muss auch hier reinkommen. Sie haben es sogar geschafft, irgendwie eine Roboterspinne und eine Burg einzubauen. Ich finde, da kann man durchaus auch mal applaudieren. Da kann man sich ruhig mal froh sein, dass sich noch Leute so viel Mühe geben. Sie hätten es jetzt auch ein bisschen einfacher machen können. Es gab jetzt zum Beispiel dieses furchtbare Turtles. Ja, war es ein Remaster, Remake, ist egal, war auf jeden Fall scheiße. Und das gab es ja schon häufiger mal und selten hat es so gut geklappt, vor allen Dingen den alten Flair wiederzubeleben wie hier. Wie hier in Streets of Rage 4. Und das Kind in mir hat sich tierisch gefreut. Ich konnte jetzt gar nicht aufhören. Ah, hier seht ihr auch Main Team. Da ist er wieder. Yuzo Koshiro. Also hat sehr, sehr viele von den Hauptthemen, die hier quasi ihren Widerhall finden, hat er natürlich gemacht. Aber wie man sieht, auch eine Menge anderer Produzenten. Also musikalisch, finde ich, haben sie es diesmal echt gut geschafft, dass man
die Erinnerung hat, ah Mann, da war geile Musik, die war so treibende, coole Musik. Das haben sie hier auch. Es ist halt ein größerer Mix. Es ist ein interessanterer Mix aus Musik, finde ich. Und gerade dadurch, dass es ja auch noch ein bisschen mit der Story verbunden ist, finde ich es richtig nice. Oh, hier auch wieder. Composed and produced by Yuzo Koshiro. Also er hat dann da noch ein paar von denen produced by Das Mörtel. Das gefällt mir auch. Die Band kenne ich nicht, aber ich mag sie. Das Mörtel. Ja, viel mehr, ne, brauche ich nicht sagen. Es ist ein Spiel, was toll aussieht. Es spielt sich toll. Die Schläge sind wuchtig. Natürlich ist es kurz. Natürlich ist es ein Spiel, wo man sich überlegen muss, ist das den Kaufpreis wert? Ich persönlich habe 20 Euro bezahlt und bin der absoluten Ansicht, ja. Auch schön, wie gesagt, dass in der Story alles nochmal so verwurstet wird. Auch schön die Extras. Das sind Extras, die habe ich gerne. Diese Pixel-Sprites aus dem alten... aus den alten Teilen, die jetzt hier spielen zu können, das weiß nicht, das hat einfach was. Das kostet nicht viel Mühe, gibt dem Spieler aber irgendwie das Gefühl, hier verstanden worden zu sein, worum es geht und weshalb man den vierten Teil spielt, nämlich weil der erste und der zweite und der dritte auch schon ganz schön geil waren. Wenn ihr Interesse an solchen Titeln habt oder an der an der vorangehenden Trilogie, die könnt ihr in einem, es gibt so ein Sega, ich glaube, es ist ein Sega Mega Drive Classic Edition oder so heißt die. Die habe ich mir auch gerade vor kurzem gekauft, weil ich auch Teil 1 bis 3 nochmal spielen wollte. Und die kostet irgendwie 20 Euro oder so oder 15 Euro. Und da sind also 50 Spiele ungefähr dabei. Also zumindest kommt darauf an, welchen Pack ihr kauft. Es gibt verschiedene. Es gibt einen mit 30, einen mit 50. Also es gibt auf jeden Fall die Spiele sehr günstig zu bekommen. So wie er ganz günstig hier seine Medaille bekommen hat. Da soll mal Chewbacca, soll sich da auch mal hinstellen. Direkt dahinter kriegt er auch eine, endlich mal. Ja, so ist das. Wenn man, das ist die Lehre, die wir daraus ziehen können. Wenn ihr Busladungen von Gegnern ins Krankenhaus prügelt, kriegt ihr von der Irokesen-Polizistin ein Stück Gold umgehängt. Und der andere kriegt nur 9 Arme. Aber niemand kann ihm eine echte Hand ersetzen. Das wird er schon noch feststellen, wenn er mal allein ist. Ja, das ist das Spiel. Ich könnte jetzt hier nochmal gucken, was kommt noch? Fabian Döhler. Da ist ja sogar der Fabian Döhler. Der ist überall. Überall hat er seine Griffel und seinen Namen mit drin. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, am Ende. Deswegen kann ich das auch noch kurz durchlaufen lassen. Wie lange lief es denn jetzt? 2,5 Stunden. Länger als ich beim ersten Teil gebraucht habe und auch länger, als ich es erwartet habe. Es ist echt cool gemacht worden, dass man hier 2,5 Stunden problemlos durchdödeln kann, mit immer denselben Moves, mit immer demselben Kram, mit trashiger Story und trotzdem am Ende Spaß haben kann und sagen kann, ja, das war ein sinnvoll investiertes Doppelstündchen. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Wie gesagt, ob ihr das jetzt kauft, bleibt euch überlassen. Ich kann es euch empfehlen. Ihr habt natürlich jetzt mehr oder weniger alles gesehen an den Hauptspiel. Es gibt natürlich Bonuskram, aber who cares. Also, wenn ihr Interesse daran habt, dann solltet ihr zugreifen oder auf einen günstigeren Kauf warten oder vielleicht Fabian Döhler einfach auf Twitter anschreiben. Das funktioniert nicht, das kann ich euch garantieren. Das darf der gar nicht. Rang D, naja, D wie super duper. So, der Galaganas hat das Spiel verlassen. Ich wünsche ihm aber trotzdem alles Gute. Du warst der MVP, du hast mich da durchgezogen und wir hatten richtig viel Bock. Und hier sieht man auch noch ein bisschen Arcade-Modus, Boss-Ansturm, wahrscheinlich alle Bosse. Was jetzt Kampf ist, weiß ich auch nicht, vielleicht gegeneinander, Online-Spiele. So, und Extras, das sind mehr oder weniger die Dinge, die es im Spiel gibt. So viel mehr ist es nicht. Natürlich gibt es Galerien und den Kram. Kann man auch mal kurz so ein bisschen durchgucken. Ach schön, da sieht man dann auch den Ursprung im Original. Adam hätte ich fast nicht erkannt, muss ich sagen. Obwohl der auch so aussieht, es ist eigentlich bescheuert, ne? Die sehen schon so aus. Eigentlich sieht Axel eher nicht so aus wie am Anfang. Aber ich habe das Spiel halt auch nicht mehr so im Kopf gehabt, ne? Aber eigentlich jetzt, wenn man es im Vergleich sieht, ja, sie haben es schon gut übersetzt. So, eigentlich kann man sich gar nicht so richtig. Er hat ein bisschen die Man-Boobs. Und so, er hat so diesen Penner-Bart. Aber verdammt, das ist interessant. Sie haben tatsächlich bei ihr exakt ihr die Klamotten gegeben, die sie auch früher hatte. Und daran sieht man, wie scheiße sowas früher war. Gib ihr was Enges, irgendwas sexy, wo der Rock hochrutscht, wo die ganzen kleinen Wichser, also im wahrsten Sinne des Wortes, wo die alle mal Pause drücken können. Im Richtigen, wir hatten ja nichts. Ja, hier sehen wir jetzt noch mehr verschiedene Varianten von ihr. Und ich muss sagen, ja, sie hätte jetzt meiner Ansicht nach, sie könnte auch einfach
ne, ein bisschen weniger sexy sein. Oder das ist, was ist denn da oben links? Ne, sowas kannst du doch nicht tragen. Das ist ja, da siehst du ja, was die für Hängebusen hat. Gut, vielleicht ist das aber auch einfach die neue Sichtweise auf die Dinge. Irgendwas ist an dem Körper total komisch. Also wirklich, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und bei diesen großen Stiefeln, mit diesen zierlichen Füßen, kriegst du definitiv Blasen und Stinkequanken. Da wird, ja, da wird der Axel aber dumm gucken, ne? Da wird er die Nase rümpfen. Da wird er dich direkt aus dem Fenster treten. Ich hab's gesehen, so reagiert er. Hier sehen wir noch mehr. Ich find's ja schon schön, sich das mal alles so durch... durchgucken zu können. Cherry Hunter ist offensichtlich neu. Und Floyd Harper? Da weiß ich nicht. Sind das jetzt... Das sind zwei verschiedene, ne? Vater und Sohn oder so. Verschiedene Frisurenstile. Oh, das wäre auch gut gewesen, finde ich. Mit so Rollerblades oder hier so ein Bruce Lee-Verschnitt ist immer gut. Wow, das ist tatsächlich ganz cool. Das hat jetzt richtig Bock gemacht, sich so durch diese Feinde und alles zu klicken. Ich mache das nochmal weiter. Durch die Sprites. Ja, man erkennt sie tatsächlich alle wieder. Die Irokesen, Punks, damals, ne, in den 90ern, als Punks noch was Böses war. Ja, den... Barbon, den erkenne ich auch noch jetzt. Aber ich habe es eben nicht gecheckt, dass die das alles sind. Aber das haben sie echt gut gemacht. Mann. Wenn man sich das mal genau anguckt, sieht man schon, da waren wirklich Leute mit Gefühl dran. Das haben die einfach echt gut gemacht, verdammt nochmal. Ich gucke mir selten sowas an. Aber ich muss sagen, hier hat's, finde ich, eher auch geil, ne? Er hat sowas von Judo oder von Taekwondo oder so. Irgendwie dieses Kantige auch. Ah, sehr liebevoll. Ja genau, er oben links hier. Er ist der geilste Prügel-Commissioner. Ah, hier sind die verschiedenen Moves. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie solche Spiele entstehen und wie Leute, die diese Spiele bauen, sich das so ein bisschen... Ah, hier sieht man auch, okay. Wie sie sich das so zurechtbauen und legen, ne? Dass da jeder was mit anfangen kann, der irgendwie dann diesen Charakter animieren muss oder diesen Charakter in eine Story verwursten muss oder in irgendwas anderes. Mann, geil. Diamond, Mr. Y, das ist auf jeden Fall alles neu. Die beiden fand ich jetzt ein bisschen dämlich, aber ich meine, irgendeinen Endgegner braucht man natürlich. Also soll das mal, ist das mal okay. Ja... Muss sagen, macht richtig Spaß, sich das mal so durchzugucken. Hier sieht man die verschiedenen Wege, sind nicht viele. Den kenne ich wirklich auch noch. Ich glaube, das war wirklich in Teil 2. Knast, sind so die klassischen Prügelspiel-Settings. Also wirklich, von vorne bis hinten haben wir einmal alles Wichtige abgehakt. Aber da sieht man jetzt auch hier so ein bisschen die Liebe dahinter. Ne? Das kriegt man sonst ja gar nicht so mit. Die vielen Details und wie viel Arbeit in sowas geht. Ich könnte gar nicht anders. Ich würde hier überall Penisse verstecken und verstreuen und irgendwelche Zeichnungen und Leute grüßen. Die würden es irgendwann schon gar nicht mehr sehen wollen. Ich habe dich da und da gegrüßt. Alter, ich lese den Scheiß schon lange nicht mehr. Du machst das immer. Hier der Endkampf. Das ist auch ein toller, ne? Ist auch ein schöner, richtig schöne Location. Also so da links diese Pillen, rechts die Granaten. Hammer. Also wenn das in einem Club wäre, wäre das voll der abgefahrene Edelclub. Da würden sie alle. Und wenn dann auch die goldenen Hähnchenstücke. In meinem Club gibt es genau diese Sachen hier. Die Granate, die Herzengranate, die sich in dein Herz ballert. Und die Totenkopfpillen. Die gibt es und jede Mitternacht gibt es dann so einen goldenen Truthahn, der einfach zelebriert wird. Und was ist eigentlich das? Da wird was nach Paris geschippt. Jetzt guckt euch mal bitte an, was das ist. Wenn das kein Anal-Dildo ist, ich meine es nicht böse, aber das ist offensichtlich. Es ist offensichtlich ein Plugin. Da kann mir keiner erzählen, dass das kein Plug ist. Das da, ihr wisst was, das linke, ne? Tut mir ja leid, aber ich sehe das nun mal. Oh ja. Wenn das dein Logo ist, dann weißt du, du bist ein Bösewicht. Ja, also es ist, es hört nicht auf, geil zu sein, muss ich sagen. Ich gucke mir das gerne an. Oh hier, gab's da so... Sieht ein bisschen aus wie so AT-ATs, aber nee, ist wahrscheinlich einfach nur Kameras. Oder spucken Feinde aus. Ja. Oh Mann, vielleicht noch kurz mal Sonstiges, da weiß ich nämlich nicht, was mich erwartet. Ja, hier haben sie das HUD ausprobiert, ja. Bisschen das UI und UX. Verschiedene Varianten des Titelbildes. Ich weiß noch, wie heiß ich damals war auf das Spiel, als ich das Intro gesehen habe. Und im Intro er sich hier die Faust... am Boden anzündet. Das ist einfach geil.
So, Credits hatten wir auch. Jetzt haben wir alles, ne? Können wir die einmal nochmal durchdödeln? So sehr das einfache Leben auch liebt, es brauchte nur einen Anruf von Blaze, damit er einmal mehr in die Stadt zurückkehrte. Natürlich, er verließ die Stadt, so ist das immer. Er zog ihn in die Wildnis, um zu ergründen, welche Kraft außer der in seinen Fäusten noch in ihm schlummerte. Wahrscheinlich hat er festgestellt, nicht viel und kam deswegen zurück. Er verbrachte seine Tage mit Training, Meditation und der Suche nach sich selbst. Kampfstil, Kampfsport, Hobby, Videospiele. Ein ganz klassischer Ex-Cop. Unehrenhaft entlassen, Tanzlehrerin und Choreografin. Lässt sich immer noch, leider immer noch in Straßenschlägereien verwickeln. Ah, das ist ihr großes Laster. Straßenschlägereien. Cherry ist einfach neu, ne? Und ist, was die Tochter von Adam Hunter, der für seine Polizeiarbeit mit den höchstmöglichen Auszeichnungen dekoriert wurde. Okay, hier sind die ganzen Verwandten, die ganzen Dynastien müssen hier bis ans Ende aller Tage prügeln. Bis er bei einem Arbeitsunfall seine beiden Arme verlor. Alter, das Management der Baufirma entschied sich dazu, lieber in Rechtsanwälte zu investieren, als ihm mit seinem riesigen Berg an Arztrechnungen zu halten. Deswegen haut er nachts Junkies auf die Fresse, um aus ihren leblosen Körpern Geld herauszuschütteln. Also okay, nee. So, also Dr. Zan hat ihm geholfen. So, wir gehen das jetzt nochmal komplett durch. Wir haben ja noch ein paar Minuten, also. Nach allem, was vor 10 Jahren geschah, wollte Adam nur noch eins, sich um seine Tochter Sherry kümmern. Doch er wurde von den Spezialkräften einberufen, um die neuen kriminellen Vereinigungen zu infiltrieren. Das wirkte nicht wie Infiltration, wenn ich ehrlich bin. Nachdem es lange still um ihn wurde, beschloss er, den Kampf zu beenden, den er einst begonnen hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Shiva auch irgendwann, ja, ich nehme an, dass ich Shiva irgendwann auch spielen kann. Geil, diese Animation, ne? Ach, wie das alles wallt. Das Kleid und so. Jetzt wartet er nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Und wenn es soweit ist, dann knallt. Ach, die beiden Skate Hunter, ey, die kenne ich noch, ne? Die beiden Boys. Die kenne ich halt echt noch aus dem dritten Teil. Skate ist ein typischer Teenager. Er weiß immer, was gerade angesagt ist und ist ein kleiner Rebell. Er schaut zu seinem großen Bruder und Mentor Adam auf, der ihn in den Kampfkünsten unterrichtet. Trotzdem will er nie seine Rollerblades ausziehen. Ach nee, stimmt. Ja, das ist nicht, sind nicht Brüder, sondern das ist nur einer. Max wurde aus der Vereinigung der Profi-Wrestler geschmissen, weil er sich weigerte, an einem verschobenen Kampf teilzunehmen. Er schloss sich Axel und Blaze an, um das Syndikat zu erledigen und seinen Freunden zu zeigen, was ein echter German Suplex ist. Max Thunder. Das ist einfach zu gut. Oh, ihn werden wir auch noch spielen irgendwann mal. Hat er da, was hat er dafür an den, hat er so, ne? Ihr seht das unten an den Füßen, so eine Rolle oder was, oder hat der Stöckelschuhe? Aber warum hat der Glatze, Bart und ist mega muskulös? Ach so, er ist ein Cyborg, ne? Dr. Zan, der hat ja auch mit Sicherheit Cyborg-Körperteile. Nachdem er vom Syndikat betrogen wurde, hat man ihn gegen seinen Willen zum Cyborg gemacht. Sie wollten ihn töten, doch sie erwischten die Frau, die er liebte. Seitdem wird er von den Gesetzlosen gejagt. Doch er hilft anderen Gesetzlosen, die auf der Flucht sind. Er ist Dr. Gilbert Zan. Der Little Leo. So. Jetzt hilft er anderen und versucht seine Taten während seiner Zeit im Syndikat ungeschehen zu machen. Vor allem jedoch ist er der Schöpfer von Floyds Armen. Wenn das alles ist, ne? Was hast du gemacht? 2 Grabbelhände. Das ist dein Vermächtnis? Ja. Ich habe sie überall hingemalt. Auf jedes Glied des Armes habe ich meinen Namen geschrieben. So. Damit sind wir. Völlig überraschend nach sehr langer Zeit jetzt am Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es heute durchspiele. Ich habe nicht mal gedacht, dass ich weit komme. Aber es hat einen sehr gängigen, einfühlsamen Spielmodus, der einen wirklich so langsam durchträgt. Spiel's ruhig, spiel's online. Ich kann es nur empfehlen. Für mich war es ein großes inneres Junkie-Verprügeln. Und wichtig ist nur, im echten Leben, ne, helft den Junkies. Verprügelt sie nicht, schlagt sie nicht mit abgebrochenen Flaschen. Lasst Messer liegen. Das sind ein paar alles wichtige Infos, die ich euch nur mitgeben kann. Spiele sind nicht die Wirklichkeit. Es sind doch nur Spiele. In diesem Sinne, räumt mal ordentlich auf in eurer Stadt und dann sehen wir uns zum nächsten Spiel wieder hier in meiner kleinen gemütlichen Bude. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans Programm, was auch immer da kommen mag. Bis dann.